Wenn wir ein Dokument dann drucken müssen, bekommen normalerweise die Druckerei ein PDF mit einer mehreren Seiten. Diese PDF, um richtig gedruckt zu werden, muss nicht einfach ein PDF sein, sondern ein PDF, der einem bestimmten Standard folgt. Heutzutage arbeitet man mit verschiedenen Standards. Diese Standard für Grafiker sind Standard X. Am meisten die Druckerei in diesem Moment arbeitet mit X3 oder X4. Der Unterschied ist ziemlich groß. Die meisten Druckereien arbeiten mit X3, die noch eine Erstellung von Bildern, von Dokumenten nicht direkt übersetzen können. Und es geht um Transparenz. Die X4 hat mit Transparenz kein Problem mehr oder sollte kein Problem haben. Die Druckereien aber arbeiten am meisten noch mit X3. Das bedeutet, dass wenn wir ein Dokument in Design machen und Transparenz enthält, diese Transparenz müssen in der Sprache von einer PDF-Datei übersetzt werden. Aber in dieser Übersetzung gibt es bei der PDF-Sprache, sagen wir so, keine richtigen Worte für Transparenz. Das heißt, die Transparenz kann nicht einfach wieder eins zu eins übersetzt werden, sondern muss interpretiert werden. Interpretiert bedeutet das, da wir keine Transparenz im PDF übertragen können, werden die Transparenzbereiche in kleine Stücke geteilt und jedes Stück bekommt eine Farbe, um die Transparenzbereich in Nicht-Transparenzbereich darzustellen, damit die Ergebnisse trotzdem gleich aussieht wie in einem Design-Dokument. Das bedeutet für uns, dass nichts fehlt, nur dass wir müssen aufpassen, wenn wir viel Transparenz haben, weil Transparenz bedeutet, dass die Pixel oder die Datei von einem Bild über die Datei von einem anderen Bild müssen sich miteinander mischen. Dann müssen viele Sachen stimmen, zum Beispiel bei der Schichte, bei den Bildern müssen mit der richtigen Farbmodus gespeichert werden und auf der anderen Seite muss diese Berechnung von einer Design-Datei, der Transparenz hat, zu einem PDF, die keine Transparenz übertragen kann, laut einem bestimmten Standard gemacht werden. Wenn wir etwas ändern, ist das Ergebnis nicht sicher. Es kann sein, dass wir Glück haben, es kann sein nicht. Um einen PDF X3 zu exportieren, haben wir schon gesehen, mit Datei exportieren können wir einfach eine PDF X3 exportieren, indem wir diese X3 hier auswählen und dann in diese Fenster mindestens oder besser in diesem Bereich nichts ändern. Was wir ändern können, ist dann etwas bei Marken und Schnitt für die Schnittmarke oder die Beschnittzugabebereiche, die wir hinzufügen sollten. Ansonsten nichts. Wenn wir dann exportieren, wird unser PDF einfach erstellt und dieser PDF ist eigentlich ein PDF X3. Um sicher zu sein, dass dieser PDF X3 richtig exportiert wurde, immer unter Werkzeug, immer in Druckproduktion, finden wir Preflight. Bei Preflight hier oben können wir die PDF-Standard überprüfen. Und wenn das nicht geklickt ist, klicken wir auf diesen Button, damit hier bekommen wir eine Liste von PDF-X-Standard. Die X-Standard, die wir überprüfen wollen, ist nicht X4, sondern die X3. Wir klicken auf die X3 und klicken wir auf Überprüfen und wird eine Überprüfung gemacht. Wenn alles grün ist, bedeutet das, dass wir alles richtig gemacht haben. Es gibt aber, ich habe ein anderes Beispiel gemacht, in dem ich ein bisschen gespielt habe in der Exportation Einstellungen. Und zwar, ich habe hier bei Exportieren etwas geändert. Manchmal, um die Transparenz besser zu übertragen, könnte man die Kompatibilität ein bisschen nach oben schieben. Das kann funktionieren, aber dort haben wir auch keine Sicherheit, dass das Ergebnis gut ist. Deswegen, falls ich jetzt das so exportiere, das habe ich schon gemacht, können wir direkt hier schauen und in diese Datei hier. Und wenn ich mache, jetzt ist es so vorsichtbar, immer unter Werkzeug, Druckproduktion, Preflight,
kontrolliere ich wieder die Konformität für x3, habe ich ein Problem. Hier stimmt etwas nicht, dann muss ich von Anfang an das Prozess wieder überprüfen. Ich kann euch sagen, dass mein großes Problem, oder besser, alle Probleme, die hier zu sehen sind, wurden gemacht, weil ich bei der PDF-Version Nummer eine andere Nummer genommen habe. Das heißt nicht, dass wir etwas illegal gemacht haben, sondern dass wir nicht nach Standard gearbeitet haben. Wenn wir nicht nach Standard gearbeitet haben, kann die Druckerei auch uns nicht sicherstellen, dass wir das erwartete Ergebnis bekommen.